Assassin's Creed 3. So, wir drücken eine beliebige Taste und ich heiße euch recht herzlich willkommen beim neuen Let's Play zu Assassin's Creed 3. Ich habe schon angespielt gemacht, aber das dürft ihr euch nicht angucken, wenn ihr das Let's Play sehen wollt. Denn, da ist ein bisschen Spoiler drin. Und das ist für ein Let's Play, glaube ich, nicht gut. Und deswegen machen wir jetzt hier einmal, Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Ja, da wird alles nochmal zusammengefasst, die ganze Geschichte. Höchst interessant. Und gucken mal zu, was jetzt passiert. Rebecca Crane. Wir sind da. Der Vater von Liz. Tja, wir sind da. Wo sind wir denn überhaupt? Das könnte mal einer sagen. Aber nein, das wird natürlich wieder verschwiegen. Ja, nö. Sieht wahnsinnig spannend aus. Aber es geht vermutlich um das, was da in der Höhle drin ist. Tja, ich trage hier die Kisten. Wir tragen... Ja, hier sofort jetzt, ja.
ich bin am Tore. Jetzt passiert Folgendes. Der E-Apfel fungiert sozusagen als Schlüssel. Und macht uns diese Tür auf. Die scheinbar schon etwas älter ist. Irgendwas unheimlich. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Unheimlich und geheimnisvoll irgendwie. Denn wie hat die Vorläufergeneration das gemacht? Das wissen sie selbst nicht so recht. Und ihr seht hier, das ist wie in den Block hinein, wie in den Berg hineingefräst. Irgendwie. Ihr haut ab, Freunde. Und wieder. Unser magischer Schlüssel sozusagen. Ja, magisch weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sind da. Irgendwie übermenschlich. Ihr seht hier irgend so eine Zeichnung und Symbole. Je näher man dem kommt, umso heller wird es auch. Was auch immer das ist. Ich hoffe, wir werden es noch hinausfinden. Ups. Also am Anfang lauter Zwischensequenzen wieder irgendwas, aber das leuchtet und noch. Hat auch diese komischen Zeichnungen drin, diese Symbolik. Was es ist. Keine Ahnung. Aber natürlich probieren wir es aus. Und stecken das einfach mal da in diese zufällig vorhandene Buchse da rein. Und es leuchtet. Und scheint Energie zu geben. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt. Ich hab keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Ja, ist nicht wichtig. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen. Solange wir nicht wussten, was er wollte. Und wenn, dann musst du halt für diese Mission sterben. Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Hoffen wir's mal. Also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Jetzt. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte.
Ja, locker, Junge. Hoch? Jawohl. Das jetzt nicht so ja, so gut rüberbringen kann. Ich habe das ja nun schon mal gespielt. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Zack. Springen. Über den Abgrund. Oh. Können wir die Umwelt rekonstruieren? Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Dann was sehen. Also ich finde es schön, wie sich das hier so zusammenbaut, obwohl das auch ein bisschen komisch ist, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Okay. Starten wir die Mission. Einladung bitte. Braucht euren Mantel bitte, Sir. Gibt's auch nicht. Und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Suchen wir mal einen Sitzplatz. Kommt mal einen finden. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzeihen, bitte. Mal durchdringen schnell. Abendessen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, der ist beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Wenn wir hier jemanden sehen, kann ich da oben. Okay. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon.
Verflucht! Hier gab's Riesenärger. So, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon. And she hopes you will be able to get her. Verzeiht bitte. Zeit. Erstmal ruhig. Hornkake, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. So, den Fehler hatte ich nämlich auch im angespielt. Was mich ein bisschen aufgeregt hat. Deswegen werden wir uns gleich wiedersehen. So, da sind wir wieder. Jetzt klappt's. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber scheint ein Bug zu sein. Was ich mich auch frage, warum kriegt das hier niemand mit? Na, scheint ja zur Sache zu sein. Alle ein bisschen gelangweilt, ne? Haben wir hingekriegt. Diesmal gleich beim ersten Anlauf. Na Mensch. Auf der Sonne. Als ob das keiner mitkriegt. Was er sagt. Hey, Sam. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Also, der Hauptcharakter heißt schon mal Haytham. Und hat einen Assassin-Klon. Und den gerade umgebracht. Und der arme Junge, ja, da musst du zugucken, wie wir den da einfach. Jetzt verlassen wir mal ganz schnell den Ort des Geschehens. Der hat in der Binnenseite! Schnell! Bitte! Der Mann dort! Ergreift ihn! Hoch! Aber ich habe nichts getan! Ich höre! Verzeiht bitte, Madam! Kann ich drängen, Mann! Ich drehe! Marsch! Jetzt
jetzt mal aber Flux. Es ist dort auf dem Rand geschehen. Was machen diese Männer da drin? Ja, die Folge wird noch ein bisschen länger werden, weil ich will die hier abschließen, aber sonst werden die so 20 Minuten, haben vielleicht auch 18 Minuten die Folge, damit es nicht zu viel wird. Sonst wird es nachher auch langweilig für euch wahrscheinlich. Na, jetzt sind wir gleich raus. Weg geht's hier. Gott sei Dank. Unentdeckt. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Jetzt haben wir da so ein komisches Ding gekriegt. Was auch immer das ist. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ach ja. Die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Ja. Diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal Unterstützer. Mach uns auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich erwarte ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.